Grantiharasana, die blockadenlösende Stellung. Rafaela zeigt, wie es geht. Ausgangsposition, Sitzhaltung im Lotus. Du gehst also in den Lotus und nach Möglichkeit einen guten Lotus, wo die Füße relativ nah an den Hüftgelenken sind. Danach hebst du die Knie hoch und gibst dann die Ellbeugen um die Oberschenkel. Dann fasst du an deine Handgelenke oder Unterarme und wenn du nicht so weit kommst, verhakst du einfach die Finger. Dann schließt du die Augen und atmest tief ein und aus. Eine zweite Variation kommt aus der Stellung ähnlich wie Kukutasana. Also kommst zum Lotus, gibst die Unterarme unter den Kniekehlen durch und gibst die Hände hinter dem Kopf oder faltest sogar die Hände hinter dem Nacken. Soweit wie es geht, hältst du sie, atmest gleichmäßig ein und aus. Granti heißt zum einen Schwierigkeiten, Knoten, Blockaden und Hara heißt wegnehmend. Grantihara wird manchmal auch als Minister bezeichnet, derjenige, der eben Schwierigkeiten wegnehmen soll. Es geht hier aber in dieser Stellung mehr darum, dass Grantis in der Wirbelsäule weggenommen werden. Diese Stellung hilft, dass du vorne sehr geschlossen bist und hinten dich öffnest. An mehreren Stellen ist das Energiesystem vorne letztlich blockiert. Also man könnte auch sagen, nichts geht nach vorne hinaus, dafür fließt die Energie durch die Sushumna nach oben, die höheren Chakras können sich öffnen. Grantiharasana hilft auch, nach innen zu gehen, seine Stellung des Gleichgewichts, der Ruhe, auch eine der Asanas, die Pratyahara fördern, also den Rückzug der Sinne, des Pranas und des Geistes nach innen. Eine Stellung, in der du tiefe Meditation erfahren kannst. Mehr zu diesem und anderen Asanas auf wiki.yoga-vidya.de. Und danke an Rafaela fürs Vormachen, danke Marleen für Kamera, danke an Sumangala für das Vorbereiten und Koordinieren dieser Drehsession. Danke an Garote, der dieses wunderschöne Buch geschrieben hat, Encyclopedia of Traditional Asanas. Wir sind hier bei Yoga Vidya Bad Meinberg und wenn du mehr wissen willst über Yoga und deine Yogalehre aus- und Weiterbildung machen willst, Asana intensiv und vieles andere, dann gehe auf www.yoga-vidya.de. Da findest du viele tausend Seminare, Kurse und auch Yogalehrer, Aus- und Weiterbildungen. Vielleicht sehen wir uns dann mal oder mal wieder bei Yoga Vidya.